Ja, willkommen zurück bei Fluch der Karibik. In der letzten Folge ist ja einiges geschehen. Wir haben Zielhart, den Gouverneur, des Nachts in sein Bettchen aufgesucht und haben ihn befragt. Und wir haben Daniel gerettet vor einem Überfall. Und jedenfalls sind wir jetzt auf Daniels Seite und der Gouverneur ist doch ein Fiesling. Ja, und jetzt versuchen wir das gestohlene Artefakt, was wo der Gouverneur so hinterher ist, zu finden. Ich erreichte Greenford und sprach nämlich in der letzten Folge mit dem Soldaten. Ich erfuhr, dass irgendein Kapitän die Statuette hat und den finde ich im Gefängnis. Und deswegen gehen wir jetzt ins Gefängnis. Also freiwillig. Sieht es eigentlich mit unserem Status aus? Ah, brauchen schon noch einiges. Er auch. Ja, naja. Okay. Sehen, wie es uns weiter geht. Ne? Gefängnis. Ich nur wüsste, wo das war. Greenford war ja relativ klein. Oxbay Schlucht, ne? Ah, hier. So. Dann reden wir mal mit den Guten. Keine Progeleien während meiner Wache. Was führt euch hierher, Gouverneur? Seehard hat mich geschickt, um das heilige Götzenbild der Inkas zu ihm zurückzubringen. In Ordnung, aber lasst mich zuerst die Befehle sehen. Ist das euer Ernst? Ihr wisst doch, dass ich direkt für den Gouverneur arbeite und ihr fragt mich nach einem fetzen Papier? Es tut mir leid, aber ich habe meine eigenen Befehle. Ich muss das Götzenbild per Kriegsschiff nach Redmond bringen und ich muss jeden festnehmen, der versucht, es ohne die passenden Dokumente zu übernehmen. Wachen! Oh je, okay. Also, wird das wohl ohne Kampf nicht gehen. Okay, soweit so gut. Und hier noch mehr. Bestimmt. Gehen wir bis ganz hinten, weil vielleicht finden wir noch was. Und die anderen auch noch mit? Da ist einer. Komm nur her. Ja. So funktioniert das ganz gut. Jetzt warte ich mal ein paar Sekunden, bis meine Pistole wieder aufgeladen ist, sozusagen. Oder nachgeladen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele hier noch sind. Okay, waren das alle? Dann gucken wir mal, ob die Zellen hier alle verschlossen sind. Die ist zu. Die ist zu. Die ist auch zu. Hat da jemand gehustet? Die ist zu. Die ist zu. Die ist zu. Na Mensch. Zu. 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 Auf der anderen Seite auch alles zu. Dann ist das wahrscheinlich schon an Bord eines Schiffes gebracht worden. Und wir dürfen jetzt im Hafen irgendwas ändern. Möglicherweise. Na gut. Liegt hier noch was? Liegt hier in der Ecke? Nee. Na dann. Wieder raus hier. Ja, ja. Ist alles gut. So. Oxbay Schlucht wollen wir nicht hin, wir wollen zum Hafen. So. Und jetzt dürfen wir dort ein anderes Schiff ändern, na toll. Es wird bestimmt kein kleines sein. Aber wenn wir es schaffen, können wir es ja gleich übernehmen, hoffentlich. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ausprobieren.
Okay, und ich halte meine Mann durch. So, da kann ich gleich nochmal gucken, was die an Fläscheln so ein bisschen bei sich führen. Du hast zwei. Du hast keins. Kriegst zwei. Und du hast eins. Okay, das muss reichen. Ich habe nämlich auch nicht unendlich Flaschen. Da kaufen wir uns einfach noch Flaschen. Ist hier manchmal so ein Stand. Na gut, aber jetzt aufs Schiff. Auf geht's. Ist das dort das Kriegsschiff? Fregatte. Oh je. Hoppla. Ah, da geht das Ändern auch schon los. So. Das wäre schon mal das Erste. Jetzt gucken wir erstmal nach. Wow. Ah, er hat einen Schlächel genommen, der eine. Zum Glück. Sehen, ob hier noch was ist. So. Alle einigermaßen fit. Na, dann versuchen wir es weiter. Komm hier nicht vorbei. Klick hat er noch eine Fläche gehabt. Aber der andere Kollege hat keine Fläche. Der wird wohl nicht mehr lange mit bei uns sein. Ne? Sehen, ob hier noch irgendwo was ist, was zum Mitnehmen. Hier. Jetzt haben wir wieder ein paar Flächen eingenommen. So Leute, auf zum letzten Gefecht. Könnt ihr jetzt mal selber einen Flächel nehmen, ne? Öffnen. Achso, das war ich neben der Kiste. Speichern kann man übrigens nicht. Na gut, ich könnte jetzt ewig warten, bis der sich wieder geheilt hat, aber wir versuchen es einfach mal. Weiter geht's. Okay, er hat es nicht überlebt. Aber zumindest unser Endermeister. Eine leere Kiste, was soll denn das? Oh Leute, wir haben eine Fregatte erobert. So, haben alles genommen. Und jetzt werden wir wahrscheinlich versuchen, mit zwei Schiffen hier zu entkommen. Na gut, dann schnell. Weiter geht's. Kabine, Güter. Okay, also wir tauschen schon mal unser Schiff. Mit einer Fregatte, die Pinasse, lassen wir unserem Kollegen. Er sagt, der Erwerbskapitän, also da kann er sich gleich mal beweisen. So,
Meine Pinasse? Wir hatten nur noch 72 Leute. Aber es muss reichen. So, Güter. Ich gebe mal die. Nee. Ich gebe mal die Güter. Außer Kanonenkugeln. Die lasse ich mal alles so, wie sie sind. Kanonenkugeln auf der Fregatte hat nur 900. Bomben hat sie auch wenig. Aber Pinasse hat noch viel. Tun wir aber Bomben noch mit rübernehmen. Segeltuch ist auch immer gut. Den Tabak nehmen wir mal auf unser Schiff. Falls der Pinasse drauf geht, was ich nicht hoffe. Denn wir wollen ja mit beiden Schiffen möglichst entkommen. Also. Auf. Weil wenn ihr, jetzt würde es vorschießen, wenn ich jetzt wieder rausgehe aus diesem Bildschirm. Ne? Mal gucken. Wow. Neues im Abenteurerbuch. Kann ich schon segeln? Ziel anlaufen. Wir wollten uns ja bei dem Leuchtturm treffen. Jawohl. Wow. Auf drei. Okay, hab beide Schiffe rausgeschafft. Wunderbar. Ja, ah. Governor. Clement Aurentius, der Leuchtturmwärter. Schön, euch zu sehen. Wo ist denn Danielle? Ich dachte, sie ist bereits hier. Nein, sie ist noch nicht da. Verflucht, dass dieses Mädchen nirgends länger bleiben kann als ein paar Minuten. Ich muss sie finden. Okay. Naja, das war ja eine ganz schöne Schlacht. Und wir haben jetzt zwei Schiffe offiziell. Ich kann nochmal gucken, wie es denen geht. Mann, 84 braucht man mindestens und die braucht 63 mindestens, hat sie glaube ich nicht. Die hat 48. Na, da tun wir noch 20 rüber, oder? Kann man das von hier? Nee, kann man nur, wenn man auf dem Schiff selber ist. Naja, demnächst. Ne? Ich hoffe, die Schiffe halten das aus. 88 Rumpf und 61 Rumpf, also mein ursprüngliches Schiff hat schon ein bisschen mehr gelitten. 44 Kanonen jetzt. Na, das wird schon langsam. Gut, dann gehen wir nochmal aufs Meer hinaus. Weil wir müssen ja jetzt Daniel irgendwo anders finden. Urbela. Achso, wir wollten noch Crew tauschen, oder? Achso, da muss ich dem anderen befehlen. Stehen zu bleiben. Dann kriegst du nämlich ein bisschen von meiner Crew. Weil ich so ein netter Captain bin. Ah, die haben schon, haben zwei Reihen Kanonen, wie man sieht, ne? So, bremsen. Und jetzt Güter austauschen. Nee, Crew austauschen. Irgendwas um die 70. Ich gebe mal 80 mit. So. Okay. Und jetzt? Karte. Was jetzt? Zwischensequenz. Eine der seltenen Zwischensequenzen. Es regnet stark und Sturm. Was? Ich bin über Bord gegangen. Hoppla. Ah, werter Captain. Habt ihr etwas Zeit für mich? Ja, immer doch. Ihr seid am Leben. Ihr müsst von Gott gesegnet sein, wenn ihr ein solches Unwetter überlebt habt. In all den Jahren habe ich noch nie einen Sturm so wütend sehen. Wo bin ich? Dauwesen. Oh, da hat es mich ja ganz schön weit gespült. Offenbar wurdet ihr hier angespült. Habt ihr einen Hinweis auf mein Schiff oder meine Männer gefunden? Nein, ihr sollt dem Herrgott danken, dass ich euch zufällig gefunden und aus dem Wasser gezogen habe. An eurer Stelle würde ich in die Stadt gehen. Vielleicht suchen eure Männer dort bereits nach euch. Ja, das werde ich tun. Danke. Okay. Und jetzt gucken wir nochmal in unser Inventar. Also Schiff. Haben wir keins. Passagiere demzufolge auch nicht mehr. Gegenstände. Na gut, meine Gegenstände habe ich behalten.
Abenteurerbuch. Ist alles abgehakt. Und ich kann gerade nicht mehr durchs Abenteuerbuch nach hinten spulen. Naja, wie dem auch sei. Also sind wir jetzt gestrandet auf Dauwesen. Und wir müssen jetzt irgendwie, ja, zur Stadt gehen oder nach Dauwesen, zumindest ins Örtchen rein. Weil wir ja wissen wollen, wo unsere Mannschaft, unser Schiff und sowas ist. Und dann müssen wir erstmal heil hier durchkommen. Nachts, wo die Skelettpiraten unterwegs sind. Sehen. Ja, da kommt schon der Erste. Sonst noch wo ein Äffchen? Ich glaube, da vorne. Und da ist auch ein Knochenmann. Vielleicht, wenn wir die einzeln haben könnten. Ist da nicht das Piratenlager? Das Äffchen sieht mich nicht, doch. So. Zumindest ein paar Erfahrungspunkte, hätte ich jetzt gesagt, aber mir geht's gar nicht gut. Naja, wir haben in der letzten Folge auf dem Schiff einige von diesen Fläschchen aufgesammelt, dann nehmen wir jetzt mal welche. Das war gut. Warten wir mal, bis ich nachgeladen habe. Ich glaube, dort müsste die Piratengeschichte sein. Ich weiß zwar nicht, ob wir da wirklich hin müssen. Warten wir mal, bis die Pistole wieder aufgeladen ist. Ah, hat nicht geklappt. Ging daneben. Aber er hat es nicht mal gemerkt. Und daher können wir auch kurz warten. Dann können wir es nochmal versuchen. Naja, Totenkopfäffchen, also Skelettäffchen haben natürlich auch keine Ohren, mit denen sie uns hören können. So. Piraten vor. Sehen, ob die was wissen. Hier eine Taverne? Hm, weiß ich nicht mehr. Hatten die sowas? Ich glaube schon. Jawohl. Rum nennt ihr diesen Fusel? Wie kann ich? Ich brauche Informationen. Es überrascht mich nicht, dass ihr da zu mir kommt. Mein Beruf kommt eine ganze Menge. Im Moment habe ich keine Fragen. Doch, ich habe natürlich Fragen. Was ist denn meine Crew? Ich brauche nichts. Okay. Keine Beute, nichts im Sack. Was, Kamerad? Okay, bis zum nächsten Mal. Du willst nichts sagen. Du, Offizier.
Nein, kann jetzt gerade keine Offiziere einstellen. Ahoi, Jungchen. Hallo Bursche. Sieht wie ein echter Seewolf auf. Wollt ihr meiner Mannschaft beitreten? Zu welchen Bedingungen? Den Preis nicht viel, schätze ich. Ich brauche einige zuverlässige Seewölfe. Die Bezahlung ist 10 Goldstücke sofort. 200 nach dem Überfall. Was haltet ihr davon? Den Preis bin ich viel, schätze ich. Macht mich zum Captain, ich könnte es mir überlegen. Aber ein Angebot, das vielleicht besser ist, bringt mich nach Oxby und ich werde euch bezahlen, sobald wir angekommen sind. Was? Mein Preis nicht viel, schätze ich. Macht mich zum. Warum? Ich bringe mich nicht gleich um. Macht mich zum Captain und ich werde es mir überleben. Ihr habt Nerven, Captain, und guten Geschmack noch dazu. Aber nein, niemand außer mir befähigt mein Schiff. Tut mir leid, wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Aber das war keine Bitte, wenn ihr. Nicht einmal jemand auftaucht, der die Sache sehr viel besser machen kann als ihr. Besser als ich? Schaut mal, Jungen. Damals in England mögt ihr vielleicht eine ganze Flotte in der Badewanne eurer Mutter kommentiert haben. Aber hier geht es um ein echtes Schiff. Und ihr schaut auf einen echten Captain. Prüft mich. In Ordnung. Das ist eure Beerdigung. Seht ihr den großen Dummkopf da drüben am Tisch? Gewinnt einen Kampf gegen ihn und wir kennen das Gespräch. Hier ist Herr Raro. Dieser Bursche hier hat euch einen Wurm genannt. Gut, dann werde ich ihn wie einen Wurm zertreten. Wow. Keine Beute. Wartet, Fender, bitte tötet mich nicht. Tut mir leid, ich sagte, ich würde euch töten und ich werde Wort halten. Was wollt ihr? Ich möchte nicht mit euch kämpfen. Ich bin nicht so dumm, mich mit jemandem anzulegen, der stärker ist als ich. Ach, wollt ihr jetzt kneifen? Seid ihr so dran gewöhnt, es mit Amateuren zu tun zu haben, dass ihr eine echte Herausforderung scheut? Klein Finonisch, das wollte euch dienen und hat noch niemanden im Kampf bezwungen, außer euch. Und dann willkommen in meiner Mannschaft. Ich bin froh, euch dienen zu können, Captain. Mein Name ist Gervasio Serraro. Ich heiße Nathaniel Hawk. Lasst uns über euren Lohn sprechen. Ich denke, 2000 Goldstücke im Monat werden reichen. Das Problem ist nur, ich bin etwas knapp bei Kasse. Mein Schiff und meine Mannschaft sind im Sturm verschwunden. Ich kann euch im Moment nicht bezahlen. Das ist kein Problem. Ich warte so lange wie nötig. Nur denn abgemacht. So, was ist denn jetzt? Stolze Leistung. Ihr seid besser, als ich erwartet habe. Ihr könntet mir etwas wert sein. Glaubt ihr nur, dass ich ein Captain bin? Ich bin beeindruckt, aber ein Talent für Fechtkunst macht noch keinen Mann zum Captain. Nein, dann prüft mich weiter, nur zu. Schaut mal, Jungs, bislang war es ja lustig, aber so langsam langweile ich mich. Wenn ihr nicht als Seemann für mich arbeiten wollt, dann verschwendet nicht weiter meine Zeit. Dann nehme ich sein Schiff, oder? Ihr sucht Ärger, oder? Den könnt ihr haben. Kommt nur, alter Mann. Ja. Tut mir leid für die Bedienung. Ich habe einen Kampf mit unserem Captain gesehen. Nun, nach unserem Gesetz seid ihr nur euer Captain und das Schiff gehört euch. Wo kann ich es denn finden? Oh, es liegt ganz in der Nähe in der Bucht von Palm Beach. Haltet euch nach dem Verlassen des Dorfes links und ihr werdet es bald sehen. Perfekt, mit mir zusammen werdet ihr erleben, was es heißt, echte Seebären zu sein, Jungs. So. Ach so, Geld habe ich keins mehr, oder? Null. Dann kann ich auch nicht übernachten. Dann muss ich nachts da raus. Kann ja auch nichts verkaufen, weil ich noch nichts habe. Kann ich hier irgendwie plündern und was verkaufen? Da gerne war ich ja schon. Naja, dann müssen wir es halt versuchen. Wolltet ihr nicht bei uns sein? Ja. Naja, so gut, so toll ist er nicht. Was ist? Gucken wir mal. 5 im Entern und 5 im Nahkampf. Und eine schwache 4. Und der ist auch schon total angekratzt. Der wird gleich als nächstes wieder drauf gehen. Aber vielleicht, wenn wir draußen sind, können wir vielleicht einen Schlüssel in der Hand drücken. Links, das ist er mal hergekommen, ne? Ah, er hat schon irgendwas zu sich genommen, geht's schon besser. Hat doch gesagt links, oder?
Problem ist nur, falls ich meinen alten Kameraden wiederfinde, dann sehen zwei meiner Offiziere gleich aus. Ah, oh. Okay. Mein Schiff. Mein neues Piratenschiff. Schwarze Flagge. Okay. Gucken wir mal in die Eigenschaften. Zumindest ist das Schiff voll auf. Das ist ein... Die Amiral. Mhm. Ist wieder so ein... Sowas, was wir schon hatten. Ne? Passagiere. Das mehr habe ich nicht. Okay. Naja, dann fahren wir mit der Amiral jetzt mal zur Stadt. Hafen von Dauwesen. Ich habe ja keinen Clinch mit denen. Ach, ich kann nicht übernachten. Na gut, da muss ich mal ganz kurz, weil ich kein Geld habe. Ne? Wir könnten aber in der Taverne. Nein, ich will es Tag haben. Das ist mir nicht. Wir warten kurz, bis Tag ist. So. Also, fragen wir mal in der Taverne, ob die mein Schiff gesehen haben. Können wir geschäftlich reden, Captain? Wir brauchen keine Auskünfte. Meistens da wird genau der Beste. Ja, reiche Burschen, die... Ich brauche Geld. Ein Händler sucht eine passende Eskorte für die Reise. Dem solltet ihr reden. Hoffentlich hat er genug Kosten, dass ein bisschen Geld reinkommt. Können wir geschäftlich reden, Captain? Nach Leviathan Rock und ich zahle euch 4.700. Das ist Concessiao nördlich. Okay, einverstanden. So, also sind wir jetzt mit einem ganz anderen Schiff unterwegs. Ich will meine Schiffe wieder haben. Und da ich jetzt mit den Engländern in einer Feindschaft lebe, ist das auch nicht so gut. Concessiao von Dauwesen muss ich nördlich fahren. So. Also suchen wir mal unser Schiff irgendwo. Ja, unsere Schiffe und unsere Mannschaft und überhaupt. Also einmal rum nach Norden, Nordwesten. Ja, vielleicht. Und dann hoffen, dass wir da gut, ohne auf irgendwelche Engländer zu treffen. Hinkommen. Ah, da kann man die Engländer nicht so leicht von den anderen Schiffen unterscheiden. Wie die Piraten. Concessiao. So, da ist es. Leviathan Rock. Mal Segel einholen. Können wir geschäftlich Danke, mein reden, Schicksal liegt in guten Händen. Hier ist euer Geld. Vielen Dank. Oh, aufgestiegen. Irgendjemand ist aufgestiegen. Muss ja nicht ich sein. Doch, ich war's. Na, jetzt haben wir auch ganz schön. Ja, beim nächsten müssen wir wieder 4.000. So, wir wollen im Nahkampf noch besser werden. Und Fähigkeit. Fähigkeiten.
Kann man immer mal gebrauchen. Was wir als nächstes aufwerten. Wir könnten Pistole natürlich die zweischüssige nehmen. Aber bis jetzt kommen wir da aktuell ganz gut zurecht. Ich würde lieber das schnelle Nachladen nehmen. 20% schneller nachladen. So. Der andere ist nicht aufgestiegen. Nichts steht an der Flasche. Findest Gegenmittel. Okay. Ja, da würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir für heute Schluss und beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir unsere Mannschaft wieder auftreiben können, irgendwo, und unsere Schiffe hoffentlich. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier.